Leute, die eine offene Schweiz, eine solidarische Schweiz und eine Schweiz, die wirklich auch mit allen Gesellschaftsteilen friedlich lebt, dann müssen jemand wie Mustafa Atici wählen, der auch einen großen Teil der Gesellschaft mitnimmt, der auch eine Stimme von 35% Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Land nicht wählen und stimmen. Wenn du mich wählst, dann gibst du auch diesen Menschen eine Stimme, dass sie dann auch über ihre Probleme mitreden, dass sie auch bei der Gestaltung dieses Landes mitreden können. Wenn ich in den Nationalrat gewählt werde, ich werde sicher zuerst im Bildungsbereich einen Vorstoß einreichen. Warum das Thema Bildung? Ich denke, mit dem Thema Bildung, dann erschaffen wir Chancengleichheit. Und wenn die Kinder schon, wenn sie klein sind, Chancengleichheit haben, dann werden sie nachher, ob im sozialen Bereich oder im wirtschaftlichen Bereich, noch besser mitmachen können. Wenn wir über Bildungspolitik reden, wenn wir über Migrationspolitik reden, dann sollen wir Leute dabei haben, die selber diesen Weg gemacht haben, die selber diese Erfahrung hinter sich haben. Ja, ganz komisch.